Ja, ich würde sagen, heute ist Praktikumstag, oder? Ja. Bist du schon aufgeregt? Ja, danke fürs Dazwischenreden. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu diesem Praktikumsvideo bei der Pulverbeschichtung Hamburg. Wir haben hier schon unsere Felgen dabei, die habe ich euch ja mal in dem Video gezeigt. Die schönen VMX-Felgen, die David bestellt hat. Jetzt gucken wir mal, dass wir die hier rauskriegen, ohne komplett wieder alles zu zerkratzen. Und natürlich Fußrasten haben wir dabei, denn ihr wisst, EXC, die blauen Fußrasten, passen nicht mehr so gut dazu. Mal gucken, ob Dennis schon auf uns wartet. Männer, wartet kurz. Das geht noch nicht. Ich muss mein Praktikant noch losschicken. Ich bin doch der Praktikant. Grüß dich, ja. Na? So, moin. Hallo. Moin. Hi. Ich habe auch dir schon wieder was Neues mitgebracht. Boah, was ist Karton zu beschichten? Oder? Genau. Wolltest diesen Karton hier? Endlich mal. Die Fußrasten? Yes. Für die EXC. Ja. Da brauche ich gleich noch deine Meinung, ja, weil wir da auch verschiedene Möglichkeiten haben. Und dann tatsächlich jetzt endlich die ordentlichen Felgen für die EXC. Da hatte ich dir das ja schon erzählt. Aber ich habe die hoffentlich besser zerlegt diesmal, ne? Ja, die sind komplett ja, neu. Ja, die Felgen, genau. Komplett neu, die Felgen. Wir haben beim letzten Mal 5 Stunden auseinandergebaut, übrigens nur mal. Echt? Na ja, klar. Du musst die ganzen Lager rauspressen und so. Also auch die kleinen Hebel, die haben ja auch alle Lager. Boah. Das muss dann alles raus. Ja, also hier ist jetzt auch noch nichts gemacht. Ja, das ist so okay. Gekommen. Bei den Felgen ist kein Thema, ja, ja. Genau. Gott sei Dank. Okay. Ja. Und zwar, ich hole ja. Mit zerlegen oder komplett? Mit zerlegen. Mit zerlegen. Ich dachte mir, wenn wir es jetzt machen, dann richtig. Ja. Und dann wird es auf jeden Fall wunderschön. Weil, letztes Mal haben wir es ja komplett gemacht. Genau. Aber ich dachte mir, zerlegen ist, erstens sieht es geil aus. Und zweitens, wenn man es zerlegt hat, dann kann man die auch einzeln wieder festziehen und so. Ich habe mir gedacht, ja, das Problem ist, wenn sich da mal was lockert, das hatte nämlich David, dann bist du irgendwie am Arsch, wenn alles gepulvert ist. Oh, es geht ist, durchaus, oder? Ne? Es geht durchaus. Das knackt einmal, der Lack knackt sich einmal frei. Und hier hast du ja vielleicht, ich sag mal, 0,5 mm mehr, den du reinschraubst. Und das kann der Lack durchaus ab. Ne? Also mechanisch kann man durchaus nachspannen. Auf lockern jeden ist Fall ein bisschen komisch, aber das gibt's ja nicht. Sieht es auf jeden Fall auch besser aus, finde ich, wenn die Speichen schwarz sind. Ja, oder Silber oder was auch immer. Genau, ja. Genau. Zweifarbig. Du hast eben Freiheiten plötzlich. Den Ring würde ich genauso machen, wie wir es vorher hatten. Also Chrombasis und dann dieses schöne Türkisblau. Ja. Und innen würde ich tatsächlich auf Orange gehen. Ein sattes Orange oder? Das ähnlich. Candy eher. So ähnlich wie bei KTM. So, hier. Das sieht richtig geil aus. Genau. Also die Narbe praktisch in dem Lack, ne? Mit Metallic-Effekt. Das ist wie auf dem Fahrradrahmen. Ne? Also keine Chrombasis kann man oder auch machen. Oder Chrom. Weil außen ist Chrombasis. Passt das zusammen mit Metallic und Chrom? Boah, glaub, oder würdest so du beides bunt auf Chrom machen? Ich glaube, das ist so bunt, dass man das durchaus mal anders machen kann auch. Mhm. Also das eine mit Metallic ist auch so. Okay. Fußrasten. Ja. Ist die Frage, würde ich, hätte ich richtig Bock, auch in der Farbe zu machen auf Chrombasis? In dem Grün. Findest du das aber dann zu übertrieben? Würdest du die doch eher schwarz machen? Also ich würde sie schwarz machen. Ich finde schwarz geil bei Fußrasten. Wenn ihr bei Alissa mal guckt, da haben wir grüne Fußrasten gemacht. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Also das ist so, das sticht zwar raus, klar, aber ihr wollt ja auch ein bisschen was Besonderes machen. Ja, dann machen wir das. Du kannst auch gerne noch 2 Tage drüber schlafen und dann sagst du mir irgendwann Bescheid. Nee, ich habe mir überlegt hier, ich frage dich, was du sagst. Und wenn du sagst... Können auch orange machen, ich das sieht jetzt, auch gut aus. Ne? Also. Das stimmt. Aber ich glaube, dass wir haben halt wenig von diesem Grün. Okay. Wir haben mehr von dem Orange. Ja. Auf dem Dekor ist ja auch Orange und Türkis. Dass du da ein paar mehr Akzente von hast. Genau, ja, ne? Und dann hat man das unten so auf einer Linie. Und Bremse und Schalthebel lässt du so, wie er jetzt ist. Genau. Schwarz oder Silber oder genau. Was? Bremse und Schalthebel sind... Jetzt kommt die nächste Wette. Silber und... Jetzt habe ich ja... Ich hab gewonnen. Oh Gott. Da haben wir das schon mal aufgebaut. Oh. Oh. Was? Das sieht doch gut aus, ne? Das sieht wahnsinnig ja, gut aus. Geil aus. Das sieht richtig gut aus. Boah, kann ich auch mal anfassen. Boah, ist das schön. Boah, wenn das hier so drin steckt. Ja, das ist gut. Ne? Wir haben jetzt erstmal die Speichen noch nicht gemacht. Die kommen Montag. Mhm. Richtig geil. Ja. Okay, jetzt lass uns doch mal nochmal den Vorgang durchgehen. Also als erstes werden die Sachen gesandstrahlt, ne? Es kommt drauf an, wenn sie pulverbeschichtet sind schon vorher, dann kommen sie in eine chemische Entlackung. Chemische Entlackung, stimmt. Also das große Tauchbäder, heiße Tauchbäder, 80 Grad, da kommt das Ganze rein, weil du eine Pulverbeschichtung nicht runterstrahlen kannst. Also sitzt du Stunden dran und zerstrahlst das Teil eventuell. Das heißt, das kommt in die sehr schonende chemische Entlackung. Und dann werden sie gestrahlt. Wir haben jetzt hier ein paar Teile rumliegen, die
Genau, so würde es aussehen, nachdem es gestrahlt ist. Ne? Also jetzt ein Motorradrahmen. Genau, das ist jetzt ein Stahlrahmen, der gerade vom Strahlen kam, also ist gerade vor einer halben Stunde fertig geworden. Ja. Jetzt hast du 2, 3, 4 Stunden Zeit, um das zu beschichten. Dann fängt der erste Flugrost schon wieder an. Ne? Krass, also, so schnell. Das kann wieder. Ich jetzt nicht 2 Tage liegen lassen, ja. Und dann ist schon wieder Flugrost drauf, was für eine schlechtere Haftung sorgen würde. Ne? Mhm. Genau, also deine Sachen sind alle soweit durch, bis auf 2 Teile. Wie versprochen, haben wir dir auch da übrig gelassen. Da können wir gleich mal Hand anlegen. Da darf ich jetzt hier den Praktikanten spielen. Kannst du es versauen jetzt, genau. Sehr schön. Ja, obwohl ich habe jetzt mal die simpelsten Teile rausgenommen von der Geometrie, wo man nicht so auf Ecken und Kanten achten muss. Sehr gut, das ist gut für mich. Genau, da ist ein Übungsröhrchen, genau wie bei David. Haben wir es auch mal gemacht. Geil, ja, die es bei David noch nicht gesehen haben. Der gute Herr hat gepulvert und jetzt bin ich dann. An den großen Onkel hier. Den großen? Ja. Warum kriegt Sören hier den großen Apparello? Ja, das ist natürlich. Habe ich jetzt keine gute Antwort für. Das ist ein bisschen unfair. Ich finde das gut. Das ist nur, weil wir hier mehr schwarz machen und die selteneren Lacke, so wie der Neon, das machen wir in dem Ofen. Ah, also in der Kabine. Man könnte sagen, bei mir war es ein Sonderfall. Genau, also speziell. Eigentlich bist du besonders. Genau, ich mache jetzt mal die Absaugung an. Genau, die Absaugung sorgt dafür, dass das Pulver nicht überall rumfliegt, richtig? Genau. Sondern dass es einfach da wieder reingeht. Ja. Und irgendwie war das noch so, dass das geerdet ist und dass das quasi auch ansaugt, richtig? Genau, also eine elektrostatische Aufladung ist das. Ne? Du hast also praktisch ein geerdetes Teil. Das heißt also Erdung, wer es weiß, ist eine große Kupferstange, die draußen wirklich in den Boden gerammt wird, also richtig Erde. Und damit muss das alles verbunden werden. Das heißt also Pistole, das, oben das Gehänge, alles ist geerdet. Und hier ist eine Elektrode vorne dran, die das Pulver positiv auflädt. Und dadurch hast du eben ein Anzug. Diese beiden Elemente ziehen sich eben hoffentlich an, wenn es gut geerdet ist. Die Haken müssen alle sauber sein, dass da ein guter Kontakt ist. Genau, das Pulver würde eigentlich hier überall im Raum rumfliegen. Teilweise auch auf die Klamotten. Mhm. Lunge natürlich auch. Muss man auch aufpassen. Was natürlich nicht gesund ist. Genau, du kriegst gleich eine Maske. Aber das sorgt eben dafür, dass es einfach abgesaugt wird. Ne? Und in der Industrie wird das Pulver teilweise wiederverwendet und bei uns wird auf Verlust gepulvert. Das heißt, das kommt danach einfach in die Entsorgung. Ne? Wie viel macht man da so Verlust an Prozenten? Weiß also man das? Bestimmt 60-70% des Pulvers. So was? Ja, landen nicht lohnt auf dem Werkstück. Das, lohnt sich das nicht, irgendwie das wieder zu beschaffen? Gerade bei teuren Pulvern, wo wir wechseln so viel. Wir wechseln so viel und das müsste ja absolut sauber sein danach, um das wieder zu gewinnen. Weil sich die sonst vermischen, ja, die Pulver. Und bei uns vermischt sich das ständig. Und also wenn du 10, 12 Farben am Tag hast, dann ist es unmöglich. Ja. Ist aber auch tatsächlich Industriestandard. Es gibt 2 verschiedene Verfahren eben. Angenommen, du machst 2 Wochen lang nur eine Farbe. Das gibt es ja Industriebetriebe, die können das wiederverwenden und zirkulieren. Und bei uns ist eben so, dass auch Verlust gefahren wird, was auch durchaus üblich ist. Könnte man eigentlich hier so an den Armen hängen, oder? Als Kette. Ja. So als Kette um den Hals hängen. So Extreme Gold. Ja, sieht gut aus, ne? Also das verbaut nachher, das ist fantastisch, genau. Mit Sticker und so müsst ihr mal selber sehen, ob ihr noch was macht oder ob wir noch was lackieren sollen. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Also eine Negativschablone und dann würde man aber mit Nasslack tatsächlich da ein Logo reinmachen. Ne? Ja. Gut, ich erkläre es mal, bevor du die Maske kriegst. Gleich geht die Absaugung an, macht ein bisschen Geräusche. Die Kabine oder die Pistole ist eigentlich auch an und genau wie bei David, es geht nur an oder aus. Ne? Also du drückst drauf und hältst und dann kommt das Pulver einfach raus. Die Haftung ist da, ne? Man kann das schon sehen. Ja. Das ist auch eine elektrostatische Haftung, das heißt, man kann jetzt quasi das noch wegwischen. Das ist das gleiche, als wenn du es nachher hier abpulverst. Ja. Ne? Genau. So, fangen wir an. Oben ist das Nasenstück. Jetzt wird es elegant. Jetzt wird es richtig elegant, oder? Ja. Genau. Der eine geht hinter den Hals und der andere geht über die Ohren rum. Genau. Genau. Und dann merkst du noch über die Augen. Dann wird es richtig schön. damit's so, jetzt geht's los. Halb mal vor, soll ich hinmachen? Ja. Ah, das geht doch super. So, ich puste das nochmal ab, damit es staubfrei ist. So, jetzt kannst du mal, mach mal auch mal gegen die Wand, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie das rauskommt. Und diese Bewegung machen. Ein bisschen näher ran, ja? Genau, so ein bisschen. Ne? Genau, jetzt habt ihr das gut, oder? Richtig. Also, dass du 10, 15 cm entfernt bist. Genau, 2, 3 Durchgänge hoch und runter. Das nimmt relativ schnell an. Jetzt hat er, glaube ich, Wahl. Das ist geil, oder? Das macht so Spaß. Und das ist halt das, was ich meinte. Man dreht es um und das Pulver ist schon an der anderen Seite, genau. Weil es sich da rumzieht. Das sind diese elektrischen Feldlinien, die dafür sorgen, dass es auch von hinten kommt. Vorne, hinten, das ist ja jetzt hinten, das ist ein bisschen dünner. Das heißt, da gehen wir nochmal 2-mal rüber, dann reicht das einfach. Genau.
jetzt eine ganz gute Schicht, Dicke. Und was du kannst es eben jetzt noch zerstören quasi, ne? Wenn du hier rauf gehst, dann kannst du das Pulver... Das ist halt das Krasse, das Pulver ist nur draufgelegt, genau, und haftet da dran. Ja. Und erst beim Backen wird das halt eingebrannt. Ja. Das, ne, sind wirklich zwei komplett getrennte Prozesse. Ne? Das eine ist das Auftragen, dafür ist auch viel Technik notwendig. Und das andere ist im Ofen, der ist eingebrannt. Mal hinter gucken, ja. Hier unten so, ne? Genau, ja, sieht gut aus. Und noch mal hier oben zwischen, da ist ein bisschen wenig. Jawohl, perfekt. Okay. Rückseite. Das sieht man zwar nicht am Motorrad nachher, aber auch als Korrosionsschutz. Guck noch mal da rein, das ist, da ist ein bisschen heller. Jawohl, perfekt. Macht so sau viel Spaß. Ja, aber das interessante Effekt ist, wie schnell das sich da festhaftet. Ne? Ja, ein bisschen dicker musst du, das ist jetzt. Dann wird es sprenkelig eventuell, wenn du zu dünn beschichtest. Und du kommst ja auch mit den Stiefeln nachher gegen, ja, eventuell. Das heißt, da ist Abrieb. Guck nochmal da oben bitte ein bisschen rein. Der geborene Pulvergeschichte. Ne? Oh, ja, danke. Wahnsinn. Hast du eigentlich schon Jobanfragen? Von wem? Über die YouTube-Videos jetzt. Ja, genau, dass die Leute hier gerne. Das noch nicht. Nee, das nicht. Kommt aber noch, garantiert. Ja, wenn du jemanden brauchst, sag Bescheid. Ich hab noch Zeit. Genau, jetzt muss man warten. Für meine Mitarbeiter heißt aber keine Pause machen, sondern was anderes machen in, ja, der Zeit, weil das macht ja vor sich hin irgendwo. Ne? Das ist auch krass, da musst du richtig so einen Ablauf kriegen. Ne? Was, ja, machst du wann und wie, ja, timest du das, das wird, damit schon du komplex, halt nicht warten musst. Das wird schon komplex hier drin teilweise. Jetzt haben wir natürlich zwei Lackierkabinen, drei Öfen, die musst du alle befüttern. Dann hast du die ganzen Aufträge, die rumfliegen. Dann hast du Aufträge, die sich teilen. Das eine musst du mit Lacken, das andere zum Strahlen, das andere zum Entchromen. Ja. Die musst du nachher wieder alle zusammenführen. Also da muss man schon dann doch gut organisiert sein. Und dann war es das für heute. Die neuen Sachen hast du hier schon. Ich kann es euch zuschicken. Die Speichen werde ich euch zuschicken. Genau. Ja. Die neuen Sachen habe ich schon. Uns wird nicht langweilig. Ne? Sehr gut. Schön. Und die Sachen, ihr könnt noch weiter, nehmt ihr die mit. Genau. Ja, auf jeden, ne, Fall. Dann habt ihr das schon mal, das zum Schrauben. Genau. Wir können sowieso noch ein bisschen schnacken wegen, ja, Sticker oder was man, ja, machen kann. Genau. Falls ihr was pulvern lassen wollt, schaut gerne auf der Webseite vorbei, pulverbeschichtung-hamburg.de. Korrekt. Genau, ne? Richtig geil, so wie der junge Herr hier mit der Husaberg. Ja. Gibt's richtig geilen Stuff mit Candy-Lacken und so weiter. Guckt's euch gerne an und ich bedanke mich bei dir, dass ich hier mal selber ein bisschen pulvern durfte. Hat mir super Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Farben jetzt. Das Gold ist so schön. Ich finde das richtig geil. Ich will das gleich unbedingt mal in der Sonne sehen. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen in dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Und sonst sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Peace und haut rein, ihr Landratten.